Zurück bei Seven Days to Die. Ihr seht, ich bin irgendwie ganz alleine hier in einer halb zerstörten Stadt und weiß gar nicht, was passiert ist die letzte Zeit. Ich war lange nicht da. Ich habe kurz einen Urlaub gemacht, aber ich hoffe, dass hier noch andere sind. Ich muss mal kurz funken. Apokalypse WG. Hallo, hallo, ist da wer? Kommen. Hallo, hallo, hier UFO, hier UFO. UFO, ey, du bist auch wieder da. Das ist ja super. Wo bist du? Wo seid ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier ganz alleine und ich weiß nicht, was los ist. Wir haben hier eine neue Station errichtet. Ich leite dich mal weiter an Mama Shadow. Mama Shadow, Brutzel am Apparat. Brutzi? Hallo, Brutzi? Ja, Shadow, die Mutti. Was ist los hier? Ich bin hier irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir sind in die Berge geflüchtet. Da war eine einsame Hütte und dort werden wir jetzt die Zeit verbringen. Wir sind, ich muss mal eben gucken auf die Karte, wir sind nach Südwesten gelaufen. Ich leite dich mal weiter an Zordan, der hat das nämlich alles entdeckt, wo man denn da am besten lang geht. Zordan? Ja, ich übernehme. Ja, hallo Brutzi, wie geht's dir? Ja, hi, du, Urlaub und so, ne, in der Apokalypse. Muss man ja auch mal Urlaub machen, ne? Muss man auch mal machen, auf jeden Fall. Ja. Ja, du, das ist ganz einfach. Du musst, du gehst aus dem Ort raus, die erste links, dann gehst du an dem einen Baum, gehst rechts hoch in den Wald und dann immer geradeaus und dann darfst du nur nicht runterfallen und ich glaube, wir kommen dir einfach entgegen. Also der Baum, der kommt mir aber, der könnte nach deiner Beschreibung der richtige sein hier. Das sieht so aus, mal kurz da, so, ja. Ja. Ich überlege gerade, ich denke, du bist ganz gut unterwegs. Geh einfach die Straße noch ein Stück nach und dann, wenn es nach, verwesenem Fleisch riecht, das sind wir. Ach so. Ich muss hier gerade ein bisschen reparieren. Ich gebe dich mal weiter an Delfino. Hier. Delfino, Brutzi am Apparat. Hallo, Brutzi. Hallo, lieber Delfino. Hallo, hallo. Ja. Wo bist du? Ja. Im Wald. Ich bin auf so einer großen Straße, aber ich, ja, keine Ahnung. Moment. Schauen wir mal, was unser Navi sagt. Wir haben so ein blaues Alien. Wo ist unser großer Brutzler? Ah, und jetzt links abbiegen und runter einfach. Jawohl, links abbiegen, links abbiegen. Ja, genau, einfach in die Richtung rennen, genau. Geradeaus. Dann müsstest du uns bald sehen. Shadow, glaube ich, kommt eh schon entgegen. Ich stehe hier am Tunnel. Mutti! Ich gehe mal am Berg rauf. Oh, da, ja, da, hallo! Ah, hallo! Lasershow. Haha, da sind wir wieder. Das ist aber ein schönes Haus. Oder? Jetzt haben wir ein Date und darum sind wir umgezogen. Das Dorf ist scheiße. Der Putzi! Mutti! Yay! Pass auf, das ist gefährlich. Ja. Ja, ihr seht, wir sind zurück heute zu fünft, wenn ich richtig gezählt habe. Dabei, wie schon gemerkt, alle bis auf der liebe Zebron. Ich bin auch wieder dabei nach langer Zeit. Mutti verschwindet hier gerade im Tunnel. Jo. Oh nein, Zeron baut ja immer noch am Turm. Nicht, dass das schon wieder passiert. Ne, den Turm haben wir ja mitgenommen. Wir haben den ja quasi in Stücken wieder mit nach Hause genommen. Und täglich grüßt das Zeron-Tier. Den kann er dann jetzt hier neu aufbauen. Oben auf dem Dach zum Beispiel, weil hier kann man ja so richtig schön aufs Dach hochgehen oben. An der Seite. Und da könnte er den dann hochbauen. Am Dach? Ne, das verschandelt nur unser Haus. Ja, eben. Wo auf Ästhetik viel Wert gelegt wird. Er kann da oben am Hügel bauen. Da. Kann er seinen Turm bauen. So, ich hab mein Bett da auch gleich mal hingestellt. Wo bekomme ich denn dieses Nitratpulver für Gunpowder her? Da bin ich gerade auf der Suche im Berg. Ja, soll ich gerade sagen, da müssen wir uns in den Berg reinprügeln. Okay. Dafür brauchen wir Fackeln. Fackeln? Brutzi? Ja? Hast du Fett mitgebracht? Also so Tierfett? Ja, ich halte mich gerade im Bauch. Nein, habe ich nicht. Schade. Ja, haben wir noch hier? Welches? Ja, ja. Ah, sehr gut. Ja, das sieht aber aus hier. Kackt und hin schießen. Nee, alles schick, also ich bin begeistert. Oh, Ölfässer. Ja. Ah, hier. Ölfässer und Waffen. Keine gute Kombination. Warte, ich leg das mal wieder rein. Dann nehme ich mir hier so ein bisschen Gedöns raus, weil dann kann ich Fackeln bauen. Ja. Wir brauchen. Ich sollte noch mehr Gras sammeln. Auch meine Zuschauer seien herzlich gegrüßt hier. Stimmt. Die Alien-Zuschauer müssen wir natürlich auch grüßen. Von der Milchstraße. I'm gonna send you to outer space. Lasst euch nicht
Lasst euch nicht von den Statisten hier verunsichern. Das Geld hat leider nicht gereicht für bessere Schauspieler. Ja, nee, ja. Ja, ist die, halt hat, so. Die hat nur noch Österreicher übrig. Ja, tut uns leid, Herr Ufo-Mann, wir haben leider nur noch einen Österreicher. Ja, so eine Scheiße. Leider, und der Rest vom Berliner Straßenstrich. Jetzt wird er aber vernichtend. Ja, Freunde, wir lieben uns doch. Natürlich. Und weil wir uns so lieben, müssen wir aufeinander achten. Und ich glaube, da müssten wir bald mal wieder jagen gehen, oder? Warum hat Mutti dann eine Fackel in der Hand? Also ist jetzt hier. Wird jetzt hier eine Hexenverbrennung stattfinden? Mhm. Ich hoffe doch nicht. Ja. Gehst du mit der Axt weg? Wieso? Geh weg. Sag mal, dieses Nitratpulver, woraus besteht denn das? Aus Nitrat. Du findest das wirklich nur im Berg irgendwie, als es ist eins der Erze halt, aber Aha. Wir haben noch kein Erz gefunden. Seid ihr gerade drin im Berg? Ja. Ihr alten tief Wichtel? Drin. Ihr macht den Wichtel da im Berg. Durchaus. Ihr wichtelt euch gegen. Nee, Quatsch. Bergwichtel. Wenn hier einer rumwichtelt, ja. Genau. Lassen wir das Thema mit diesem Wichteln und ihr wichtelt euch und. Ihr Wichtler, ihr. Nur weil weil dir keiner wichtelt? Ja, richtig. Daher kommt grad irgendwie. Das ist ja auch im Gewicht. Gewicht. Haben wir noch irgendwo eine Armbrust liegen mit Pfeilen oder so? Oder zumindest eine Armbrust einfach, dass ich Pfeile selber herstellen kann? Spaß. Im Waffenschrank ist eine Armbrust, die musst du mal ein bisschen auf Vordermann bringen, dann geht die wieder. So, weiter auf der Holzdinger, ne? Ja, du brauchst nur Holzstücke für. Ja. Mann, ich hab noch nicht mal eine Schaufel oder so. Was sind die Planungen aktuell bei uns? Also ich versuche gerade das Nitrat zu finden. Eine Steinschaufel gibt's gar nicht, wa? Nee, leider nicht. Ach, ich hab ja eine Schaufel. Ha! Du hast eine Schaufel? Wieso hast du eine Schaufel? Weil ich mir die erschaffen habe. Mit seinen eigenen Händen erschaffen. Möchte Ufermann uns dann den Garten bauen? Nein. Er ist Ufermann und klare Ansage, weißt du Bescheid, ne? Also ich hätte dich fragen sollen. Ja, nee, hättest du nicht. Man muss lernen, Nein sagen zu können. Richtig. Das ist unglaublich schwer. Also gibt es kein Essen, weil Ufermann keinen Garten baut. Ja, gut. Er ist Meister, dann ist das so. Er baut keine Gärten. Nein, dann akzeptieren wir das. Er erschafft mich. Im Real Life gärtner ich so ein bisschen. Aber in der virtuellen Welt möchte ich dann andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier buddeln. Ja, du kannst ja buddeln. Wer will denn nicht gerne buddeln? Buddeln. Buddelfling. Ist es auch ein Berliner Begriff, buddeln, oder sagt man deutschlandweit buddeln zu also buddeln? Ich kenne das auch aus Bayern. Also Berlin und Bayern. Ich bin ja Multikulti, sage ich jetzt mal. Und es gibt ja auch die Buddel als Flasche, oder? Gibt's ja auch. Die Buddel, ja. Buddel voll rum. Genau, die kenne ich auch. Die kennen wir alle, oder? Wer kennt sie nicht? Versuchst du dich aber noch ganz schnell zu retten, dass du nicht als einziger Trinker hier dastehst, oder wie? Nee, ich doch nicht. Delfin oder nicht? Delfino ist Kaffee, ich meine Kaffee, hallo. Genau, ich bin Koffeinschmuckel. Ich auch. Ich bin stolz, ein Koffein-Junkie zu sein. Ja, genau, Kaffee und manchmal die harten Drogen, dann müssen auch die Dosen mit dem Energy Drink. Oh, da leuchtet das hier. Was ist denn das hier für ein bescheuerter Berg? Oh. Der wollen wir uns reingraben. Der, weil der keine Erze hat, der hat nur Steine. So ein Scheißberg. Arschberg. Arschberg. Wobei. So, ich muss mal nach oben. Ich muss meine Spitzhacke reparieren. Achso, ich dachte, du musst aufs Klo. Nee, dafür mache ich ja hier diesen Abgang. Ja. Ah, okay, damit. Den Abgang. Den Abgang ist echt schön. Ja, baba, schön herzhaft und trocken im Abgang. Der Wein. So. Oder wie? Natürlich. Mit glanzvollem Comeback. Kommst aus dem Urlaub zurück, machst Urlaub von der Apokalypse und dann. Braucht jemand Steine für Pfeile? So ab. Ja, ich bräuchte welche. Dann komm mal her. Tja, wieder in der Realität angekommen.
Ja, in der richtigen Realität. Ich stehe beim Delfino. Hier spielt sich nämlich das wahre Leben ab. Hier, die müssen eigentlich für jede Menge Munition leben. Es ist ein Elend hier, liebe Freunde. Man sieht nur, wie wir hier mit einer Spitzhacke stehen, auf Felsen starren und uns tiefer graben und es kommt ja doch kein Erzball raus. Man hört ja so ein bisschen leichte Frustration an. Ach was! Also, ich kann in deiner Stimme lesen wie in einem offenen Buch. So eine dämliche Scheiße hier! Bitte, ich könnte mich aber auch... Bisschen mehr Niveau, bitte, ja? Ein bisschen mehr Niveau. Ja, von Niveau. Welch ärgerlicher Unrat. Ja. Von Niveau haben die Zuschauer nichts geschrieben. Stuhl, sage ich, Stuhl. Genau. Die Zuschauer wollen kein Niveau. Wir sollen nur den Tod würdigen, alles andere ist wirklich. Stimmt. Die wollen kein Niveau. Huldigt. Ja, meine ein Zuschauer, da müssen wir euch aber leider enttäuschen, weil die nächsten drei Folgen wird keiner sterben. Weil wir mittlerweile aber was versprochen. Professionell sind. Genau, absolut keiner. Wo du es gerade sahst, ich sehe gerade, meine Essensanzeige ist ungefähr so leer, wie sie nur sein kann. Ja, ich musste auch schon ordentlich essen. Gut, dass er was sagt. Und ich wollte gerade jagen, und das werde ich jetzt auch weiter tun. Genau, Jagd, jetzt gehen wir auf die Jagd. So, ich bin am überlegen, ob ich einen kurzen Abstecher in die Stadt mache, um zu gucken, ob es da irgendwie was gibt. Also ich kam ja aus der Stadt, ich habe da nicht viel gesehen. Also. Ich habe aber nicht viel geguckt, also... Ja, hier dieses... Warte mal, ich muss mal gucken, Nitratpulver. Oh, ja, das gibt's ja nicht mehr in kleinen Steinen. Also früher war das ja in den kleinen Steinen auch drin. Gibt's nur noch in großen Steinen. Gibt's nur noch in großen Steinen. Kann man das nicht auch aus irgendwas herstellen? Kann man da nicht irgendwas brennen und dann hat man Nitratpulver? Das entzieht sich. Nee, ich glaube nur aus dem Ernst. Hier gibt's aber auch heute sind keine Tiere unterwegs. Wir haben kein einziges Zombie getroffen, ne? Ja, stimmt. Es ist verdächtig ruhig hier. Wahrscheinlich ist das Ende der Welt schon vorbei und wir haben das voll verpasst, weil wir hier unsere Outlaw-Siedlung. Stell dir vor, die Welt ist untergegangen und keiner hat es mitbekommen. Aber du, keine Sorge, das stellen wir dann spätestens dann fest, wenn unser Steuerbescheid hier oder unsere Aufforderung kommt, dass wir Steuern zahlen müssen. Wir sind nur Protagonisten in einer Show. Das wissen wir aber nicht. Die Apokalypsen-WRG-Show. Genau. In der Hauptrolle mit Jim Carrey. Richtig. Genau. Carrie, die alte Nase. Hat einer von euch mal in dieses komische neue TV-Format reingeguckt, dieses Newtopia oder wie das heißt? Nee, aber wollte ich heute. Ich war ja nur ein bisschen länger weg, hab mal nachgefragt. Bei Damak hast du ein Video gesehen, da hat sie das kurz angesprochen. Und meinte irgendwie, die sind alle strunzendoof, die da sind. Ja. Richtig doof. Die haben irgendwie, haben sich eine Melkmaschine gekauft und haben aber gar keinen Strom oder irgendwie sowas dazu erzählt. Ja, ist so ein Fall für den Darwin Award, würde ich sagen. Ich habe gerade einen Rucksack gefunden. Oh. Mit einem Helm, drin? Mit Lampe, Messer, da ist sicher irgendwo ab. Ist der Patron drin, dann ist es meiner. Nö. Okay. Oh, das könnte wirklich deiner sein. Ne, wer ist denn letztes Mal? Wer rennt denn immer mit dem Messer? Eigentlich Zeron. Okay, dann ist der Zeron da. Da ist sein Helm, sein Messer, ein paar leere Glasflaschen. Und von unterkriegen. Leere Flaschen, der könnte Zeron sein. Ja, genau. Na, dann nimm es mal mit, bevor die irgendwie. Bevor es jemand anders tut. Richtig. Dann nehme ich das mit. So, jetzt habe ich hier wirklich genug. Einfach nur hohl. Den Berg hohl gemacht. Jetzt komme ich mal wieder raus hier. Jetzt will ich irgendwas jagen. Es muss ja wohl irgendwo was zum Painkillers. Wie schleicht man nochmal? Steuerung. Vorne ist nämlich ein Hirsch. Ah, Hirsch. Nicht zwei Hirsch, A-Hirsch. Ah, Hirsch. Ja, ich versuche auch hier gerade zu jagen, aber ich finde irgendwie kein Wild. Das ist ein Hirsch, ne? Ich bin blöd, das ist ein Schwein. Damischer Hirsch, damischer. Das ist ein Schwein, doch kein Hirsch. Ein Schwein, da. Welches Schwein dann hätten es gern? Richtig, kam mir auch gerade in den Kopf. Das rote. Ist schön, dass wir das noch kennen. Das grüne Fleckte. Ja, da sieht man, wie alt wir schon sind. Oh je. Ja, ich fürchte ja. Wobei, gab es nicht mal eine Neuauflage davon? Nein. Oh ja, doch, irgendwann gab es sowas. Irgendwie zu Ehren oder so. Ich bin so alt, ich kenne sogar noch am laufenden Band mit Rudi Carrell. Das muss ich sagen, das kenne ich aber auch. Oh, ist ja ganz tolle Show gewesen, ey.
Genau. Ja. Und wird aber die ihr kennt nicht, rate mal mit Rosenthal, kennst du nicht. Ah, siehst du? Namentlich, aber ich glaube, die sehen sich nicht mehr aus von der Zeit her, oder? Also ich kann mich zumindest als Kind noch an Dalli Dalli erinnern. Ja genau, und wie hat die andere Sendung geheißen, die Leute immer lassen sich überraschen. Dalli, genau, da ist einmal so hochgesprungen. Dalli, Sie sind der Meinung, das war Spitze! Dalli Klick! Dalli Klick, genau. Hey, Alter, ist, so ein Stoß. Schwein? Wo ist der Schwein? Die hatten damals eine totale, wie nennt man das? Oh, da ist ein Hirsch! Ein Hirsch! Denn das Monopol halt über den TV-Show-Markt, ne? Hey, ja. Das ist ja cool. Ein Schuss und das Schwein ist tot. Egal, was sie gemacht haben, waren immer 100% Einsatz. Und jetzt kassieren die so viel rund. Also da könnte ich mich ja maßlos drüber aufregen, über diese Rundfunkgebühren, ey. Ja, wofür? So eine unverschämte Frechheit und dann so viel. Steuer meinst du, Steuer. Es ist ja nicht mehr eine Gebühr, es ist ja jetzt eine richtige Steuer. Nein, das nennt sich Gebühr. Das ist eigentlich gar nicht gesetzmäßig. Ja, das heißt, aber sie haben es doch jetzt zu einer Steuer gemacht. Nein, haben sie. Ja, doch, sie haben es doch jetzt zu einer Steuer gemacht, damit es jeder bezahlen muss, dachte ich. Ja? Immer noch eine Gebühr. In Österreich ist auch nichts. Eigentlich ist es nicht rechtlich. Es gibt aber auch nicht. Es müsste eben. Ich dachte, das heißt Rundfunksteuer mittlerweile. Vom Bundestag, dass es nicht rechtlich ist, sozusagen. Ich habe gerade eine Mahnung bekommen und da ist eindeutig hinterlegt, dass es eine Gebühr ist. Ist ja auch die Gebühreneinzugszentrale und nicht die Steuerbehörde. Das Steuerparadies. Nee, heißt, ich dachte, sie heißt eben nicht mehr so. Das wenn du das nämlich Steuern nicht bezahlst oder ist ja wurscht. Rückläufig bist, nachzüglich bist mit Steuern, dann sind die ganz radikal, dann spenden die dein Konto, wenn du nicht sofort bezahlst. Zum Glück haben wir das in der Apokalypse nicht mehr. Nee, ja, genau. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, ach Leute, ich vermisse das Fernsehen. Ich habe noch nicht mal Nitratsulfid. Ja, das Fernsehen fehlt mir auch, ehrlich gesagt, hier. Richtig, die billigen Shows auf RTL 2 oder so. Ja, ohne dabei eine gewisse Sendermarke zu nennen, ne? Ja, Sat1, Pro7, RTL und keine Ahnung. Alles dasselbe. Ey, ich habe mal eine Serie gesehen, die war so übel, so amüsiert, da ging es um das Käsesüchtige, kennt ihr das? Das war so krass vor 2-3 Jahren. Ja, irgendwie, Sabrina S., die ist käsesüchtig. Und dann haben sie das über mehrere Folgen, also es war halt auch so eine Hilfsschauspielerin, das war aber so als Reality gemacht. Und dann, wie sie irgendwie ihr ganzes soziales Umfeld zerstört wurde und die Freundschaft mit ihrer besten Freundin und dann hat sie ihren Job verloren und alles wegen ihrer Käsesucht. Käse zerstörte ihr Leben. Genau. Das war aber ernst gemeint. Und da hatte sie ganz wenig Geld noch, musste eigentlich, hatte auch ein Kind, das sollte immer Käse mit in die Schule nehmen. Und das Kind hat aber Käse gehasst. Kind ist so ein 8-jähriger Junge oder so. Und dann hatte sie kaum noch Kohle und eigentlich war die Stromrechnung fällig und sie hat sich dann über Internet ein Käsepaket im Wert von 200 Euro gekauft. Sachen gibt's. Ey, das war so ein Schwachsinn. Das war so krass. Ich hab's mir wirklich angeguckt, weil manchmal Sachen, die so daneben sind, da kann ich nicht mehr weggucken. Da grauselt's mich. Unser Kollege Putzi ist gerade wieder in Orbit verschwunden. Putzi. Was ist das? Käsesüchtige, meine lieben Zuschauer, wenn irgendjemand von euch die Serie mit der Käsesüchtigen kennt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und gebt eine Wertung dazu ab. Genau. Genau. Zwischen 1 und 10, wie geil fandet ihr die Serie? Ja, genau, Käse oder nicht Käse? Das ist die Frage. Mein Leben ist der Käse. Ich bin ein Käse. Genau. Holt mich hier raus. Genau. Der menschliche Käse. Oh, hoffentlich ist das, was ich denke, dass es ist. Es ist tief. Nee, es ist kacke. Suche Partner mit Käsefüßen. Um dran zu lutschen. So, UFO. Gott sei Dank ist unser Kanal für über 12 Jahre. Ja, über 50 oder so. Ü50, ja, stimmt. Also, liebe Kinder, nicht an Käsefüße lutschen. Das macht man abhängig. Pfui. Genau. Und vor allem vorsichtig bei käsesüchtigen Frauen. Immer einen großen Bogen drum machen. Mhm. Wenn du mit so einer zusammen bist, ist das ein Bärengauder. Genau. Ich meine, das kennt man ja von Vorstellungsgesprächen. Hi, ich bin der und der, bist du käsesüchtig? Genau.
Wobei, aber wenn man sagt, ich war käsesüchtig und esse aber schon seit 4 Jahren kein Käse mehr, könnte das auch ein Pluspunkt sein. Ich bin weg vom Stoff. Genau. Ich bin auf Keks und Mischling. Ja. Manchmal trinken sie so ja ein bisschen Brise. Rum, dass sie am Empfang dann sagen, bitte der Herr, möchten Sie ein Stück Käse? Wisst ihr, mit so einer kleinen Käseplatte? Dann wollen sie sich ja reinlegen. Die wollen dich sofort abhängig machen, ne? Das ist ganz schlimm. Ja, der Käse wird ja auch immer billiger. Riesige Käsebatzen. In Kanada habe ich gesehen, da hatten die so einen ganz großen, es gibt doch so halb künstlichen Käse, der irgendwie im Chemielabor hergestellt wird. Und also den gibt es bei uns auch in Deutschland. Also so ein Halbkäse halt. Harzer Käse auf Wasserbasis. Ne? Kann auch sein, dass der verboten ist, dieser Käse, dass den es nur für die Gastronomie gibt. Kann auch sein. Jedenfalls hatten die da Käse und da waren so große Blöcke, 50 mal 50 mal 50 Zentimeter. Richtige Vierecke Blöcke. Dann in Folie eingeschweißt. Zum einen Superpreis, weil wenn du so viel Käse kaufst, kriegst du ja einen Urstenrabatt. Und dann war einfach nur ein Aufkleber drauf, Käse. Käse. Und die Großfamilien oder die etwas ärmeren Menschen, die haben dann diese riesigen Käseblöcke gekauft. Ich fand das so witzig. Ey. Hatte schon überlegt, mir auch so einen Käse zu kaufen. Dann geht Ufo in den Park, Tauben füttern und anbeißt sein Käse. Genau. Genau. So als Proviant in so einem 4-Gang-Rucksack drin. In einem SpongeBob-Rucksack. Ein Mann, ein Käse, ein Computer. Night Cheddar. Der Käse. Ja, Käse ist ein abendfüllendes Thema. Auf jeden Fall. Da kommt man von Hundertste ins Tausende. Ins Tausendste. Da wäre doch so der ideale Folgentitel, so ein Käse. So ein Käse, ja. Genau. Die Käsefolge. Alles Käse. Ja. Oder was? Ein bisschen Brie schadet nie. Manikelpatronen. Eigentlich haben wir doch alles zum Überleben. Wir könnten doch jetzt wir haben keinen Käse. Krieg führen. Ja, jetzt machen wir noch die Mütze. Oh ja. Und so richtig. Ey, Leute, ich hatte letztens mal geguckt, wegen Servern. Hm? Ob's so 7-Days-to-Die-Server gibt, wo das dann so ist wie bei DayZ, weißt du, wo du dann raufkommst und dann töten dich die anderen und so. Weil ich konnte das nicht so richtig, da gab es zwar viele Server, aber die waren immer nur so für 10 oder 20 Leute und dann stand auch nicht vom PvP oder PvE. Da habe ich es mal bei 2-3 probiert, da brauchte man ein Passwort, also scheinbar gibt es das nicht unbedingt so eine Art. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, klar. Ja, also ja. So offene Server, wo dann die Luzi abgeht. Genau. Und da wollte ich nämlich, dachte ich mir, ich gehe mal so wie bei DayZ einfach auf so einen Server und überlebe da mal, aber scheinbar nicht ganz so ausgelegt. Das hatte sich ganz schnell überlebt. Aber ich werde langsam umzingelt. Sorry. Ich bin gerade weit draußen auf der Jagd und werde auch gerade gehauen. Echt. Hier ist ruhig. So, aber wir müssten eigentlich langsam wieder an der Zeit sein, oder Freunde? Ich denke schon, ja. 23,5, ja. Ja, dann schauen wir, dass wir Brutzi wieder finden. Brutzi, also, ist ja. Ich dachte, der ist auf dem Weg zu uns. Nee, der ist, glaube ich, ganz rausgeflogen irgendwie. Ja, ach du Scheiße. Oh. Ja, die falsche Abzeichnung. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Genau. Tschüss.